Penny hat gerade angerufen, dass der Kühlschrank tropft und jetzt versuche ich, einen Handwerker ranzukriegen. Was mit Ben? Kann doch vielleicht mein Juri gleich Nachbarschaftshilfe leisten. Er hat sich mit Frau Reichert geeinigt. Na Mensch, das wäre doch großartig. Was ist besser als ein Handwerker im Haus? Ja, zwei. So sieht's aus. Also, Oma, komm gut nach Hause, ja? Ach, tja, ne. Kein Lieber. Alles Liebe. Tschüss. Simon hat nicht Rilke zitiert, oder? Doch, das hat er. Und überhaupt ist er so selbstkritisch und so sensibel und nachdenklich. Und, gefällt dir das? Wo ist der Simon hin, den ich dafür mag, dass ich ihn nicht leiden kann? Das ist der Ring von meiner Oma. Sandra Reichert, willst du mich heiraten? The morning painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Sie will doch nicht etwa Nein sagen. Nein. Wo hast du denn den Ring meiner Großmutter her? Gunther hat ihn nach dem Tod deiner Mutter für dich aufbewahrt. Sandra, willst du mich heiraten? Ja, ja, natürlich will ich dich heiraten. Ich liebe dich. Was? Ihr habt schon mal geknutscht und du erzählst mir das erst jetzt? Simon und ich, wir haben nicht geknutscht. Also nur fast. Wie fast? Bevor es dazu kommen konnte, also eventuell dazu gekommen wäre, bist du nach Hause gekommen. Moment mal, war das kurz vor der Mondschau um Drei Könige? Die Geschichte mit der Schneiderpuppe? Ja, Simon hat mit der Puppe Nahkampf gespielt und ich bin dazwischen gekommen und plötzlich... Du bringst doch alles durcheinander. Naja, fast wär's passiert. Ich hab sofort kapiert, dass zwischen euch was ist. Aber ihr habt einfach fest das Gegenteil behauptet. Weil wir mit der Situation total überfordert waren. Warum hast du Simon danach ständig abblitzen lassen? Er hat sich so um dich bemüht. Weil etwas Blitzen nicht für eine Beziehung reicht. Aber es ist ein Anfang. So schnell geht das nicht bei mir. Und wie ist es inzwischen so? Ich glaube, meine Mittagspause ist vorbei. Ich muss jetzt los. Ich glaube nicht, dass Simon dir... komplett egal ist. Eigentlich dachte ich, dass dein Schnöselbruder gar nicht mein Typ ist. Aber durch meine Oma habe ich eine ganz andere Seite von ihm kennengelernt. Und der neue Simon, der gefällt dir sehr, sehr gut. Stimmt's? Oh, warte. Gärtnerei Albers? Was? Wie? Ich muss zur Arbeit. Nein, unmöglich. Fiebersaft scheint zu wirken. Temperatur geht langsam runter. Ja, wie sieht dein Kämpfer? Ja. Schläft sie jetzt gesund? Und morgen geht's ab ins Wendland. Mhm. Ist in der Gärtnerei alles geregelt? Naja, Charlotte macht das. Ah, super. Was ist los? Der Kopf wieder schlimmer? Schon vorbei. Wenn der Überfall ist erst eine Woche her. Mit einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen. Es geht mir gut, Tina. Du brauchst doch vor mir nicht den Helden zu spielen. Wir können die Reise einfach verschieben. Britta hat mir frische Luft und Ruhe verordnet. Und beides gibt's bei deiner Schwester. Ja, aber die Reise an sich, die ist doch viel zu anstrengend für dich. Das sind keine zwei Stunden. Aber das letzte Stück besteht nur aus Schlaglöchern. Das ist doch Gift für deinen Kopf. Tina, ist gut jetzt. Können wir uns jetzt bitte einfach auf eine entspannte Zeit freuen? Ja, okay, Entschuldigung. Ich hab grad so viel um die Ohren, ich sehe überall nur noch Probleme. Ja.
Frau Dahlmann, was gibt's denn? Was? Langsam, ich verstehe kein Wort. Ja gut, ich komme gleich vorbei. Zieht's bei Ihnen im Zimmer oder warum sitzen Sie immer noch hier? Wieso? Störe ich? Nein, Sie schwingen wunderbar mit bei der Ab. Sie haben vollkommen recht gehabt mit dem, was Sie gesagt haben. Marvin und ich müssen aus diesen gegenseitigen Vorwürfen raus. Also vielen Dank dafür. Manchmal hilft der Blick von außen. Sie hat ja gesagt. Sandra und ich werden heiraten. Was? Na, das sind ja Neuigkeiten. Also, herzlichen Glückwunsch, Mensch. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Dankeschön. Mensch. Ja, letzte Woche habt ihr noch gesagt, dass Heiraten gar nicht in Frage kommt. Ja, das dachten wir eigentlich auch. Und haben uns ganz offensichtlich geirrt. Ja. Was hältst du davon, wenn wir unsere Verlobung heute Abend mit einem kleinen Umtrunk bei uns feiern? Oh, das ist eine schöne Idee. Möchten Sie auch kommen? Und Sie sind natürlich auch ganz herzlich eingeladen. Also, ich bin dabei. Sie? Ja, gern. Also, ich könnte auch was zu essen mitbringen. Ja, perfekt. Danke. Und wir beide kümmern uns um die Getränke. Okay, ein Espresso bitte. Oh, Herr Eilers, Entschuldigung, haben Sie heute Abend schon was vor? Nicht direkt, nein. Ja, dann würden wir Sie ganz herzlich einladen. Wir haben uns verlobt und würden zu Hause feiern. Das wäre eine gute Gelegenheit, die Nachbarn kennenzulernen. Das ist ja wundervoll. Da komme ich natürlich gerne. Herr Eilers wird mein neuer Untermieter. Kann ich vielleicht irgendwas mitbringen? Einfach nur gute Laune, das reicht. Okay, super, dann bis später. Ach so, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Fingerfood, also so aus der Region. Oh, eine schöne Idee, ja. Ja, und Bier geht immer. Klar. Ja, und Prosecco. Also für Annette und mich muss es Prosecco sein. Alles, was mir zu dem Überfall eingefallen ist, habe ich bereits gesagt. Einige Opfer brauchen Zeit, um die Informationen der Straftat zu verarbeiten. Vielleicht erinnern Sie sich mittlerweile an weitere Details. Naja, es ging alles sehr schnell. Der Typ hat mich sofort niedergeschlagen. Herr Berger, den genauen Standort haben Sie auch im Nachhinein korrigiert. Ja, durch ein Gespräch mit Herrn Neumann. Das war Zufall. Überlegen Sie ganz in Ruhe. Jeder Hinweis ist hilfreich. Es tut mir leid. Sie haben ausgesagt, dass der Mann eine schwarze Kleidung trug. Können Sie sich vielleicht an die Schuhe erinnern? An die Schuhe? Ja, wir haben einen Schuhabdruck gefunden. Der deutet auf spezielle Markenturnschuhe hin. Kann sein, dass es ein Hinweis auf eine bestimmte Gang ist. Nein. Vielleicht was Auffälliges, ein Armband, Trink, irgendwas? Es tut mir leid, ich kann Ihnen wirklich nicht helfen. Okay, aber falls mir was einfallen sollte, melde ich mich. Dann wollen wir auch nicht weiterhin stören. Vielen Dank nochmals und weiterhin gute Besserung. Ja, danke schön. Dann. Dankeschön. Ja. Tschüss dann. Der Typ hatte ein Tattoo auf der Hand. Sind Sie sicher? Ja. Ja. Eine Muschel. Ziemlich groß und auffällig. Tschüss. So, ich warte immer noch auf die Erklärung, warum du Herrn Köpke jetzt doch wieder unter Druck gesetzt hast. Marvin ist der Sohn des Oberstaatsanwalts. Reicht das als Erklärung? Ich hatte dich aber gebeten, ihn in Ruhe zu lassen. Marvin ist für uns ein Risiko. Also, erstens sind wir doch bei Sobotta aus der Schusslinie. Er ermittelt doch nur noch gegen die LKW-Bande. Ja, aber nur, weil er nichts gegen uns in der Hand hat. Woher weißt du denn, dass er uns nicht heimlich doch auf dem Radar hat? Und zweitens haben die beiden sowieso schon ein schwieriges Verhältnis. Das müssen wir doch nicht noch verschärfen. Aber wir haben die Kuh gerade vom Eis. Lass uns das nicht aufs Spiel setzen. Sandra, was gibt's? Nein. Ich ärgere mich nur über einen Mitarbeiter, der sich nicht an Verabredungen hält.
rein. Du brauchst ihn nicht zu verhaften. Was gibt's? Ja, klar. Da kommen wir. Bis dann. Tschüss. Wir sind bei Sandra und Matthias zur Verlobungsfeier eingeladen. Wie schön. Wann? Heute. Sandra fliegt zwar erst in ein paar Tagen, aber Matthias' Flug geht schon morgen früh. Okay. Dann sollten wir ein Geschenk besorgen. Oh. Hast du eine Idee? Ich mach das mit Gunter Flickenschild. Wir wollten den beiden sowieso zusammen was zur Abreise schenken. Und du, lass bitte die Finger von Marvin Köpke. Yes, ma'am. Komm ruhig rein. Nichts, was du noch nicht gesehen hättest. Wie langweilig. Meine Schwester hat erzählt, du hast Frau Reichert zugesagt. Ja. Also nur so lange, bis Henny und ich eine geeignete Wohnung gefunden haben. Ich hoffe, du kommst damit klar. Solange du dich plauderst? Gibt nichts zu plaudern. Du wärst nicht der erste Mann, der herum erzählt, mit wem er Sex hatte. Also ich bin lieber mit dir im Bett, als davon zu erzählen. Du weißt, was ich meine. Könntest du mir mal bitte mein T-Shirt reichen? Also sind wir uns einig, keine Vertraulichkeiten? Wie du schon richtig gesagt hast, ich habe keine Lust, Henny zu erklären, was unverbindlicher Sex ist. Das verstehe ich doch. Das war doch alles sehr kurzfristig. Nein, mach dir keine Gedanken. Ja, ich hab dich lieb, mein Spatz. Tschüss. Niki und Finn haben leider abgesagt, aber ich soll ganz lieb grüßen. Ach, das ist aber schade. Ich hätte mich gefreut, wenn unsere Tochter auch dabei gewesen wäre. Sie meldet sich später noch mal bei dir. Sag mal, wie viele Getränke habt ihr denn da eingekauft? Das reicht ja für halb Lüneburg. Uns ist schon mal das Bier bei einer Kellerparty ausgegangen. Ja, und das Trauma, das sitzt sehr tief. Tief. Oh, die Personalabteilung. Jetzt bin ich mal gespannt, welches Komma ich wieder wo falsch gesetzt habe. Oh, ich freue mich so, auf unsere gemeinsame Zeit. 2 Monate, nur du und ich. Und 20 Pferde, die betreut werden müssen. Die hast du doch im Griff. Ihr solltet da vielleicht mal ans Telefon gehen. Oh, ja. Hallo, Sandra Reichert. Alles richtig gemacht. Das passiert dir auch noch, wart's ab. Ich suche nicht. Ah, das sehe ich anders. Ich habe die Blicke nämlich gerade gesehen. Wie läuft's denn so mit Lüneburgs schönster Köchin? Gut. Ist das alles? Ja. Sag mal, was ist eigentlich mit eurem Traumhaus? Alles klar. Der Kreditantrag ist bewilligt und der Kaufvertrag ist unterschrieben. Das heißt, du wirst richtig sesshaft? Ja, das war immer mein Traum, ein eigenes kleines Gestüt zu haben. Und mit Birgit als Weltenbummlerin, da war das leider nicht möglich. Hast du mal was von ihr gehört? Mm-mm, nur ihr Anwalt. Wir sind beide froh, wenn die Scheidung durch ist. Besser ist das. Lüneburg hat nämlich einen Oberstaatsanwalt, der Bigamie sehr hart bestraft. Romantiker durch und durch. Was ist? Die Prinz geht aus gesundheitlichen Gründen in Teilzeit und lässt sich versetzen. Na und? Was bedeutet das für deinen Urlaub? Man bietet mir ihren Posten an. Hey, das sind doch super Nachrichten. Ja. Mehr Gehalt. Gratuliere. Ja, schon. Aber ich müsste nächste Woche anfangen. Was sollen denn die ganzen Trockenblumen hier? Was machen Sie damit? Nichts, das ist ja das Problem. Ich kann es einfach nicht. Könnten Sie mir das hier vielleicht erstmal erklären, dann können wir das Problem auch lösen. Die Luna Versicherungsgruppe hat für ihr Betriebsfest 50 Gestecke bestellt. Ja, das weiß ich doch, aber ist doch erst für nächste Woche. Ich habe vergessen, das richtig einzutragen. Die haben gerade angerufen, die brauchen die Gestecke bis morgen. Oh, das ist sportlich. Und das sind auch noch Trockenblumen.
kriegen wir schon hin. Sie geben mir einmal die Verantwortung für die Gärtnerei und ich versage gleich am ersten Tag. Das ist mir so mega peinlich. Ja, jetzt krempeln Sie sich mal die Ärmel hoch und dann geht's los. Ich werde auch gelacht, wenn Sie das nicht schaffen. Are we running out of time? Are we hiding from the light? Are we just too scared to fight for what we want tonight? You and I and everyone alive, we can run to the fire. Die Revierleitung ist natürlich auch eine spannende Herausforderung. Dann nimm das Angebot doch an. Vieles spricht dafür. Ja, aber dann sind wir 12 Monate getrennt voneinander und nicht nur 10. Das spricht dagegen. Bist du denn gar nicht enttäuscht, dass unsere gemeinsame Zeit ins Wasser fällt? Ich habe mich so gefreut auf die 2 Monate. Ja, du hast ja auch nicht verlangt, dass ich den Job in England nicht annehme. Und jetzt unterstütze ich eben dich bei deiner Karriere. Keine Angst, dass wir uns verlieren? Nein, überhaupt nicht. Gut, dann nehme ich das Angebot an. That's my lady. Warte mal, was hast du gesagt? Wann geht die Prenz? In einer Woche. Dann buch doch um und komm morgen direkt mit mir nach England. Eine Woche ist besser als nichts. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Oh nein. Ich muss Herrn Eilers sagen, dass er die Wohnung nicht haben kann. Ja, ihr könnt doch hier zusammen wohnen. Die Wohnung ist groß genug und ein bisschen Gesellschaft. Ja, ist eigentlich keine schlechte Idee. Also vorausgesetzt, dass er das auch will. Ich frage ihn einfach. Mhm. Geschafft. Mhm. Jo. Danke, dass Sie die Nerven behalten haben. Ich hätte mich rausgeschmissen. Charlotte, Sie sind inzwischen eine echt gute Floristin. Warum sollte ich Sie rausschmeißen? Danke. Warum sind Sie eigentlich noch da? Wollten Sie nicht ins Wendland? Ja, der Kleine hat Fieber bekommen. Wir fahren erst morgen. Danke übrigens nochmal, dass Sie das alles hier übernehmen. Ja, das passt mir eigentlich ganz gut in den Kram. Sie sind die perfekte Ausrede für meine Eltern. Ach ja, weil? 75 Jahre Dahlmann. Meine Eltern feiern das große Firmenjubiläum. Und da wollen Sie nicht dabei sein? Mm-mm. Zu viele Reden und Selbstbeweihräucherung. Das kann ich verstehen. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe noch eine Einladung. Außerdem bin ich fix und alle. Ja, das verstehe ich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und gute Fahrt. Danke. Henny hat sich so prima in der Kita eingelebt. Und vor allen Dingen auch so schnell. Ja, ich bin abgeschrieben. Frau Reichert? Ja. Ach, Sie bleiben doch hier. Oh, das ist überhaupt kein Problem. Ja, also, wenn wir Sie nicht nerven. Alles klar. Gut, tschüss. Klappt das jetzt nicht mit der Wohnung? Doch, doch. Aber so wie es aussieht, machen Henny und ich unsere erste WG-Erfahrung. Oh Mann, Jorik. Also, ich bin so stolz auf dich. Wie du das alles wuppst als alleinerziehender Vater, echt. Einfach großartig. Also, seitdem ich hier in Lüneburg bin, bin ich ja nicht alleine. Du bist wirklich eine tolle Unterstützung, Mama. Was machen denn deine Jobs? Naja, also der Dachstuhl ist so gut wie durch. Und im Hotel läuft. Hm, Frau Fährmann immer noch so eine schwierige Chefin. Naja, wie man es nimmt. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ah. Was ist denn das für ein Typ an Ihrer Seite? Kenne ich nicht. Ey, warum denn nicht? Du kennst doch sonst immer alle Leute in Lüneburg. Also, den attraktiven Typen kenne ich nicht. Attraktiv? Also, denn normalerweise hat sie einen ganz anderen Geschmack. Kann dir doch egal sein. Ist mir auch egal. Klang jetzt aber nicht so. Mama, findest du so eine Frau wie Frau Fährmann und ich würden zusammenpassen? Nee, finde ich nicht. Aber ist ja wahrscheinlich auch egal. Ja, ist ja. Auf zu Henny. Auf jeden Fall fahre ich nun morgen schon nach England. Und wenn ich in einer Woche wiederkomme, dann übernehme ich den Posten der Prinz. Wow. Meine beste Freundin wird Chefin im Revier. Ich bin sehr beeindruckt. Und sehr erleichtert. Wieso erleichtert?
Na, jetzt muss ich nur noch eine Woche auf dich verzichten und nicht 2 Monate. Das ist aber sehr mitfühlend von dir. Na gut, okay, für euch ist das vielleicht nicht so toll, aber... Wir sehen uns später auf der Party, ja? Ja. Oder soll ich jetzt gleich mitkommen? Brauchst du noch ein bisschen Hilfe bei der Vorbereitung? Nö, eigentlich nicht. Frau Sarah Warkos ist so nett und steuert den Imbiss bei. Und die Männer haben sich um die Getränke gekümmert. Hm. Sandra. Ah, hallo. Glückwunsch zur Verlobung. Dankeschön. Ich freue mich schon auf die Party. Bist du privat hier oder dienstlich? Nein, rein privat. Ah, hatte schon gehofft, ihr habt die LKW-Bande geschnappt. Ach, leider noch nicht. Die Soko, die ist aber einen ganzen Schritt weiter. Es gibt neue Hinweise auf den Täter, der euren LKW überfallen hat. Ach, hast du ja noch gar nicht erzählt. Ben Berger, der kann sich an ein neues Detail erinnern. Und das kreist die Suche nach dem Täter extrem ein. Aha, was denn? Ich habe schon wieder viel zu viel erzählt. Ich gehe lieber. Bis später. Bist du immer noch der Meinung, dass Marvin Köpke weiter für uns arbeiten sollte? Ja. Und ich werde das nicht noch mal mit dir diskutieren. Wenn die Polizei Cosmo schnappt, dann sind wir geliefert. Das ist dir hoffentlich klar. An was für ein Detail könnte sich Ben denn bloß erinnert haben? Das finde ich raus. Entschuldigst du mich bei Sandra? Könnte später werden. Ben, bist du da? Ich bin's, Malte. Hey. Sag mal, ich suche meinen Schal. Habe ich den zufällig vorhin hier liegen lassen, als ich den Fuchs von der Nette... Oh, ich glaube nicht. Oh, Scheiße, habe ich dich geweckt? Oh. Entschuldigung, tut mir leid. Nein, ich bin nur kurz eingedöst. Möchtest du auch einen Kaffee? Es ist aber schon kalt. Kaltes Bier wäre mir lieber. Immer noch Kopfschmerzen? Kommissarin Kilic war vorhin hier. Danach ging es wieder los. Was denn? Ich hatte plötzlich wieder den Überfall vor Augen. Und mir ist was eingefallen. Naja, mal sehen. Vielleicht hilft es ja, den Täter zu fassen. Was war es denn? Ein Tattoo. Auf der Hand. Na, das ist doch was. Besonders glücklich siehst du aber nicht aus. Natürlich will ich, dass dem Typen das Hand weggelegt wird. Aber weißt du, die Vorstellung, dem Mann, der mich niedergeschlagen hat, wieder gegenüberzustehen, das finde ich schon schräg. Bei einer Gerichtsverhandlung lässt sich das kaum vermeiden. Ja. Was ist denn dein Problem? Aber das bleibt unter uns, ja? Ich will nicht, dass Tina sich Sorgen macht. Ja, klar. Weißt du, du bist angegriffen. Du bekommst einen Schlag auf den Kopf. Du kannst nichts dagegen machen. Du bist machtlos. Ausgeliefert. Und kurz vor dem Schlag, das war wie in Zeitlupe. Da hatte ich Angst. Ben, der Täter macht sowas nicht zum ersten Mal. Es hätte richtig übel ausgehen können, wenn du dich gewehrt hättest. Hey, kein Grund, sich zu schämen. Ich werde diese Angst nicht los. Letztens stand ich in der Ampel mit dem Auto. Hat ein Typ gegen die Scheibe geklopft. Weißt du, und ich habe richtig, richtig Panik bekommen. Dabei hat er nur nach dem Weg gefragt. Schon mal an professionelle Hilfe gedacht? Ich will einfach nur meine Ruhe und diesen Überfall vergessen. Entschuldige, ich muss mich um Luis kümmern. Warum warst du noch hier? Schal. Nee, ist ja glaube ich nicht. Na dann. Ja.
schließt wieder die Kühlschranktür. Ich danke dir, dass du extra noch mal vorbeigekommen bist. Ich habe da wirklich zwei linke Hände. Überhaupt kein Problem. Dafür machst du besser Cocktails. Möchtest du einen? Nein, danke, ich bin auf dem Sprung. Oh, Herr Eilers, perfekt. Könnten Sie vielleicht die Fingerfoodplatten mitnehmen zu Frau Reichert? Ich schaffe es nicht, meine Sous-Chefin hat sich mal wieder krank gemeldet. Ja, das ist ja schade, klar, mache ich gerne. Danke. Und grüßen Sie die beiden ganz lieb und sagen Sie Entschuldigung, ja. Morgen ist übrigens Umzug. Sag mal, was ist das jetzt eigentlich für eine Nummer mit dir und Amelie? Ich steig da nicht mehr durch. Ich auch nicht. Aber du könntest dir eine Beziehung mit ihr vorstellen. Nee. Also seitdem ich alleinerziehender Papa bin, da stellt sich überhaupt gar nicht die Frage nach einer Beziehung. Warum nicht? Ja, weil Henny meine ganze Aufmerksamkeit bekommt. Es ist ein bisschen schwierig, während des Alltags eine Frau kennenzulernen. Also willst du warten, bis sie 18 ist? Korrekt. Und die Mutter von Henny? Warum hat das nicht funktioniert? Herr Dahlmann, ich habe Ihnen gerade gesagt, dass ich auf dem Sprung bin. Na gut. Also die Mama von Henny liebt ihre Tochter. Deswegen hat sie sich dazu entschieden, aktiv was gegen den Klimawandel zu tun. Ah, eine Aktivistin. Ja, sie kämpft für eine Welt, die auch noch lebenswert für ihre Tochter sein soll. Wie findet Henny das so? Ach, na ja, jedes Mal, wenn sie gefragt wird, wo ihre Mutter ist, sagt sie, meine Mama rettet gerade die Welt. Hm. Sie ist natürlich manchmal traurig, aber die beiden telefonieren viel. Henny kriegt Postkarten. Und deshalb hast du bis jetzt keine feste Beziehung gehabt? Also das letzte war eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Meine Herren, und ich dachte, meine Beziehungskisten seien kompliziert. Wie läuft's denn eigentlich da in deiner privaten Telenovela? Hm? Gibt's ein Happy End am Bosporus? Hat sich erledigt. Wie, warum? Sie steht nicht auf mich. Das ist blöd. Großauftrag erledigt. Gärtnerin tot. Keine Ahnung, wie ich die Verlobungsfeier bei den Reicherts heute noch über die Bühne kriegen soll. Oh. Gut, dann bleib doch hier. Ach, weißt du was, ich gehe einfach schnell runter, gratulieren und dann komme ich wieder hoch. Reicht ja. Wie geht's, Luis? Er hat nur noch leicht erhöhte Temperatur. Ach, gut. Nein, nicht. Er ist gerade wieder eingeschlafen. Okay. Und bei dir alles gut? Sag mal, was hältst du davon, wenn wir uns eine richtige Auszeit nehmen? 3-4 Wochen? Ach, das wäre super. Ja? Ja. Schon allein der Gedanke, dass ich wieder auf einem Trecker sitzen kann, hebt meine Laune enorm. Denkst du, Astrid und Alex wären einverstanden? Na klar. Ist ja genug Platz auf dem Hof und Astrid liebt Luis. Dann lass uns das machen. Ja, am besten rufst du deine Schwester gleich an. Ach, du meinst das ernst? Ja, natürlich. Hey, ich sehe doch, wie fertig du bist. Ich? Seit dem Überfall hattest du keine ruhige Sekunde mehr. Du hast dich um meine Kunden gekümmert, um die Gärtnerei. Und Luis konnte ich dir auch nicht immer abnehmen. Ja, das stimmt schon, aber geht's hier gerade wirklich um mich, oder? Dann geht's dir wieder schlechter. Wir laufen beide auf Reserve. Ben, 3-4 Wochen, das ist völlig illusorisch. Aber die Zeit brauchst du, um mal wirklich runterzukommen. Ich kann ja Charlotte nicht so lange mit der Gärtnerei alleine lassen. Das haben wir heute gerade wieder gesehen. Es kommt doch nicht jeden Tag ein Großauftrag rein. Trotzdem, das schafft sie nicht. Außerdem bewirbt sie sich gerade auf der Modeschule. Sie braucht Zeit für ihre Mappe. Dann schließt du die Gärtnerei eben. Sag mal, haben wir in der Lotterie gewonnen, oder was? Nein, das nicht. Aber unsere Schulden sind wir los. Hm? Na komm schon, Tina. Es wird uns beiden gut tun. Können wir da vielleicht eine Nacht drüber schlafen und morgen drüber reden? Klar. Es tut mir wirklich leid, dass Lilly dich versetzt hat. Hätte mir doch auch passieren können, wie du weißt. Ja, ich weiß. Lilly kommt eben ganz nach ihrer Tante. Sag ihr das bloß nicht. Ah, hallo. Einmal kalt und lecker für Reichert. Kommen Sie Sie wollen schon gehen? Ich war gar nicht da und bin auch nicht eingeladen. Aber ich könnte einen +1 für meine Einladung verhandeln. Und danach könnten wir ins Hotel und noch einen kleinen Eistee trinken. Eistee ist aus. Tschüss. Sie trinken Eistee mit meiner Schwester? Ich dachte, Sie zwei mögen sich nicht.
Aber das ist unsere einzige Leidenschaft, die uns verbindet. Hallo, Frau Dr. Berger. Hallo, Herr Eilers. Kommen Sie rein. Für alle, die es noch nicht wissen, Herr Eilers und seine kleine Tochter Henriette werden demnächst hier mit mir zusammen wohnen. Hallo allerseits. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Sehr gerne. Kann ich irgendwas machen? Irgendwas abnehmen? Nee. Oder? Alles. Abend. Oh, hallo. Entschuldigt die Verspätung. Ich hatte noch einen Großauftrag in der Gärtnerei. Ist es fertig zu spät? Nee, ich bin auch gerade erst gekommen. Ach so. Danke. Wie geht's denn den Männern? Du, Luis hat ein bisschen Fieber wieder, aber geht. Und Ben geht's sehr viel besser. Frau Sarah Varkos kommt später. Danke. Ich komme gar nicht. Die Sous-Chefin ist krank. Ach nein. Schade. Ist alles gut? Alles gut. So, sind wir denn dann alle vollzählig? Und hat jeder was zu trinken? Mhm. Ja. Dann würde ich gerne meine beste Freundin und ihren zukünftigen Mann mit ein paar Worten feiern. Oh, können wir das nicht bis zur Hochzeit aufheben? Auf gar keinen Fall. Märchen, die wahr werden, müssen sofort erzählt werden. Es begab sich also in der Millenniumsnacht, dass Steffi Graf und Boris Becker sich knall auf Fall und unsterblich ineinander verliebten. Aber das Schicksal kam ihrer Liebe in die Quere. Ja, den Mittelteil lassen wir aus. Okay. Zwei Jahrzehnte später sind sie endlich ein glücklich vereintes Paar und wir feiern heute ihre Verlobung. Liebe Sandra, lieber Matthias, ich wünsche euch alles Glück der Welt. Auf euch. Danke. Danke. Tja, dann auf Steffi Graf und Boris Becker. Steffi und Boris? Das ist ein Insider. Das ist eine lange Geschichte. Abendfüllend. Aber damit die Sehnsucht nicht allzu groß wird, während Herr Wilke in England weilt, empfehlen wir regelmäßige Besuche. Oh, Tickets. Oh, danke schön. Danke. Also Kurztrips sind ja hoffentlich trotz Revierleitung noch drin. Lass ich mir in den Vertrag schreiben. Ich auch. Okay, komm mal zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Auf euch. Ja. Hi. Alles gut hier? Ja, ich hab nur einen Schnupfen. Nicht weiter wild. Sie haben sich endlich geküsst. Leila und Yasin. Und dabei hatte der da schon gar nicht mehr an ihre Liebe geglaubt. Yasin wahrscheinlich auch nicht. Weil er die ganzen Zeichen von ihr nicht gesehen hat. Das stimmt doch überhaupt nicht. Es war genau umgekehrt. Sie hat einfach nicht verstanden, dass er sie toll findet. Ja, vielleicht. Aber jetzt ist es endlich passiert. Ja, dann halt mich auf dem Laufenden. Willst du die nächste Folge mit mir gucken? Nee, lass mal. Ich hab noch was zu tun. Bist du ja endlich. Ja, ich habe mich noch ein bisschen mit unserem neuen Nachbarn verquatscht. Mhm. Jorik Eilers? Mhm. Netter Typ. Ja. Er zieht mit seiner Tochter hier ein. Naja. Ich habe für die nächste Woche klargemacht, dass wir uns den Weg zur Kita teilen. Mhm. Gut, oder? Mhm. Das kann ich aber wirklich nicht mehr. Sag mal. Hast du noch mal über meinen Vorschlag nachgedacht? Mm. Können wir das bitte morgen besprechen? Ich kann heute echt nicht mehr denken.
Schlaf gut. Du auch. Bestimmt hat er nur schlecht geträumt. Er glüht total. Hast du nochmal wegen Fieber gemessen? Als er ins Bett gegangen bin, war doch alles in Ordnung. Stimmt, du hast recht. Wie kann das denn sein in so kurzer Zeit? Wieso, wann bist du denn ins Bett gegangen? Ich weiß nicht, vor einer halben Stunde vielleicht. Sollen wir vielleicht Britta holen? Oder besser direkt ins Krankenhaus. Aber Britta geht schneller. Bist du noch unten bei Sandra? Ich denke schon, ja. Okay. Es war wirklich ein schöner Abend. Danke für die Einladung. Gerne. Selbstverständlich. Ohne dich wären wir jetzt gar nicht verlobt. Stimmt auch wieder. Also, gute Reise und Herr Wilke, lassen Sie von sich hören. Ja, klar, mache ich. Ach, und falls Sie in England ein Pferd über den Weg galoppieren sollte, das in meine Zucht passen könnte. Dann rufe ich Sie sicher nicht an, sondern behalte es für meine, ja. Schönen Abend. Tschüss. 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 Soll ich euch nicht beim Aufräumen helfen? Also, nein, alles gut. Ich hab schon. Bei mir geht's ganz schnell. Ist ja nur für eine Woche. Alles klar. Also, tschüss. Tschüss. Guten Abend. Hallo, alles okay? Luis hat Fieber, aber alles halb so schlimm wahrscheinlich. Kannst du vielleicht kurz kommen? Na klar. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, gern. Gute Nacht, Frau Dr. Berger. Tschüss. Unsere Gäste haben recht. Das war wirklich ein sehr schöner Abend. Schade nur, dass Niki nicht dabei sein konnte. Ich habe ihr versprochen, dass wir das in England nachholen. Hat sie sich auch gewünscht. Mhm. Und wann? Habt ihr schon Details geplant? Nein, aber ich habe jetzt noch was anderes geplant. Na, dir scheint's ja prächtig zu gehen. Ich sag's ja nicht gern, aber ich habe uns mal wieder den Arsch gerettet. Ja? Oh, das höre ich aber gerne. Erzähl. Ben konnte sich an das Tattoo auf Cosmos Hand erinnern. Und kommt da noch eine gute Nachricht? Möchtest du auch einen Drink? Hm. Nein. Malte, jetzt komm doch mal zum Punkt. Ach, Marvin macht heute übrigens den Schlussdienst. Er lädt noch die Tour für morgen und schließt dann ab. Kennt er sich denn mit der Alarmanlage aus? Habe ich ihm erklärt. Vertraust du ihm jetzt doch? Dein Wunsch war mir Befehl, meine Schöne. Marvin gehört ab jetzt zu uns. Hm. Ganz plötzlich, hm? Ich will ihn durch Vertrauen an uns binden. Damit er immer auf unserer Seite steht und nicht auf der seines Vaters. Aber was ist jetzt mit diesem Typen? Cosmo. Der ist untergetaucht. Den habe ich mit ein bisschen Handgeld aus der Stadt geschickt. Oh, gut. Ich glaube, dann nehme ich jetzt doch einen Drink. Verstehe ich das richtig? Ben will gar nicht, dass sein Angreifer geschnappt wird? Er will den Überfall nur noch vergessen. Jede erneute Konfrontation mit dem Täter ist ihm zuwider. Aber will er denn gar keine Gerechtigkeit? Ist im Moment nicht sein Thema. Ach übrigens, sprich ihn bitte nicht darauf an. Ich muss ihm versprechen, dass das alles unter uns bleibt. Vielleicht hat Ben recht. Und wir sollten nach vorne schauen. Wie du gesagt hast.
den ganzen kriminellen Mist vergessen und wieder ein ganz normales Leben führen. Du kannst keine Diagnose stellen. Tina, beruhig dich. Nein, ich beruhige mich nicht. Unser Kind verglüht fast und Britta ist Ärztin, die muss doch wissen, was ihm fehlt. Das hohe Fieber heißt erstmal, dass der Körper Abwehrkraft immobilisiert. Ja, das weiß ich doch. Aber Luis ist total apathisch und überhaupt, wo soll er sich denn angesteckt haben? Er war die ganze Zeit zu Hause. Es muss nicht zwingend eine ansteckende Krankheit sein. Das Fieber kann mehrere Ursachen haben. Kannst du uns nicht einfach sagen, was er hat? Das kann ich ohne Laborergebnisse leider nicht. Könnte es eine Lungenentzündung sein? Das glaube ich nicht. Die Bronchien klangen frei. Aber ausschließen kannst du es nicht. Tina, ich kann gerade gar nichts ausschließen. Es wird alles gut. Das verspreche ich dir. Luis muss in der Klinik untersucht werden. Kannst du ein paar Sachen packen? Okay, mache ich. Müssen wir uns Sorgen machen? Lass uns bitte die Untersuchungsergebnisse abwarten. Ich kenne dich, Britta. Je sachlicher du wirst, desto schlimmer ist es. Bitte. Sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es Luis sehr schlecht geht und dass wir keine Zeit verlieren sollten. Sandra, wir müssen los. Sekunde. So, Mütze gefunden. Hat Niki mir geschickt für unseren Fallschirmsprung. Wie sehe ich aus? Hübsch. Na, du lügst. Ich liebe dich trotzdem. Ach, das Taxi. Soll warten. Ach, Annette, ich dachte, du bist in Goslar mit deinem Bauleiter. Habe ich verschoben. Abreise ohne Verabschiedung geht gar nicht. Ich bin doch nur für eine Woche weg. Ja, aber ich habe geträumt, dass du den Revierleiterposten sausen lässt und für immer in England bleibst. Keine Angst, ich schicke sie dir rechtzeitig zurück. Du hattest in meinem Traum Schottenrock an. Oh. Das ist jetzt aber wirklich das Taxi. Okay, ich habe Pässe, ich habe Kreditkarten, alles andere kann man kaufen. Los. Ganz, ganz, ganz viel Spaß in England, ja? Hilfst du mir? Ja, soll ich die nehmen? Ich hätte gern schon mal ein Käsebrötchen und einen Smoothie. Mein Kühlschrank führt nur noch Champagner. Guten Morgen, Frau Fehrmann. Kann ein bisschen dauern, ich habe gerade erst aufgemacht. Also, kleinen Moment. Na? Gestern einen schönen Abend gehabt? Geht so. Deine offensichtliche Anmache war nicht in Ordnung. Ich habe gedacht, du stehst auf klare Ansagen. Meine Schwester stand daneben und du machst zweideutige Bemerkungen? Genau aus dem Grund wollte ich nicht, dass du da einziehst. Jetzt entspann dich mal. Das war ein Insider zwischen uns beiden. Siehst du mich lachen? Ich werde an meinem Humor arbeiten, versprochen. Das musst du nicht. Ich betrachte unsere Affäre als beendet. Ja, das sagtest du schon mehrfach. Ja, das meine ich auch ernst. Schade. Ach, die Klimaanlage im Weinkeller funktioniert nicht richtig. Sind Sie später noch im Hotel? Ja, ich sag mal später Bescheid. Ich bezahle später. Ich brauche nicht lange. Wollen Sie sich einen Kaffee oder machen sich ein bisschen frisch? Und dann. Gibt's ja. Denn schon. Kaffee ist gut, oder? Ja, neue Ergebnisse? Nein, es gibt leider noch keine Untersuchungsergebnisse. Tut mir leid. Ja. Kaffee. Ich gehe hier nicht weg.
Dina. Luis ist ein tapferer und sehr starker Junge. So schnell haut es unseren Sohn nicht um. Hm? Ich hätte ihn wärmer anziehen sollen. Unsinn, Tina, was redest du denn da? Als ich ihn mit hatte in deiner Werkstatt und als ich mich um deine Kunden gekümmert habe, da hat er doch im Fahrradanhänger geschlafen und bestimmt hat er da gefroren und ich habe es einfach nicht gemerkt. Mach dir keine Vorwürfe, da war er doch schon krank. Und danach ging es ihm wieder besser. Das stimmt. Aber was ist es dann? Ich mach dir keine Sorgen. Luis ist hier in den besten Händen. Hey, Simon. Hi. Ich bin wohl auf dem Sofa eingeschlafen. Messerscharf ermittelt, Frau Kommissarin. Hast du mich zugedeckt? Ja. Danke, das war nett. Und wie war die Folge von den Brücken? Hab ich doch nicht geguckt. Warum nicht? Ich dachte, es war gerade so schön flauschig mit Yasin und Leila. Ohne dich hat es keinen Spaß gemacht. Gestern Abend ist alles glatt gelaufen. Ich habe den LKW beladen und bin nach Hause. Alles easy. Was ist das denn? Als ich gestern nach Hause gegangen bin, war die Tür noch in Ordnung. Die Alarmanlage war auch eingeschaltet. Das kann ja nicht sein. Oder hast du vergessen, hinten abzuschließen? Ganz bestimmt nicht. Guck mal im Lager nach, ob was fehlt. Aber nichts anfassen. Wahrscheinlich, weil das Labor nachts nicht gut besetzt ist. Wenn überhaupt. Hm. Ritter, hat er jetzt eine Lungenentzündung oder nicht? Nein. Oh, Gott sei Dank. Oh. Luis ist möglicherweise an Meningokokken erkrankt. Und was macht man da? Er bekommt erstmal ein Breitbandantibiotikum. Okay. Und ist das sehr gefährlich? Im schlimmsten Fall kann die Erkrankung zu einer Meningitis führen. Das ist eine Hirnhautentzündung. Bitte, jetzt mal Klartext. Was heißt das jetzt genau? Luis' Zustand ist kritisch. Du kannst dich ja heute wohl gar nicht entscheiden, ne? Bei dem Mann habe ich mich dafür entschieden, mit dir diese schmalzige Serie zu gucken. Schmalzig? Schmalzig? Du nennst meine Serie schmalzig? Wer hatte denn letztens Tränen in den Augen, als es klar wurde, dass Yasin und Leila keine Chance haben? Oh, ich glaube, da hatte ich einen Allergieschub. Mhm. Hausstaub oder Kitsch oder so. Stimmt. Haben Sie was von Marvin gehört? Leider nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich darauf hoffen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Also, lassen Sie ihm Zeit. Zeit. Wollen Sie nicht vielleicht lieber die Polizei rufen? Wozu denn? Ich regle das schon. Ihre Sache. Marvin. Annette braucht davon nichts zu wissen, okay?